So Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Wieder mit euren Gigatobi und weiter geht's. Ja, wir haben jetzt Geheimfaktor so gesehen geschafft. Ja, und falls ihr die andere Passage angeschaut habt, würde ich euch empfehlen, unten in der Videobeschreibung zu schauen. Das ist, glaube ich, der erste Link, der auf den ihr draufklicken könnt. Und dann könnt ihr immer die andere weitere Folge anschauen, wenn ihr wollt. Okay, weiter geht's. Kein Faktor. Kavum. Wir haben Kakashi bezwungen. Ja, und die haben auch jetzt die Prüfung bestanden. Ja, das hätten wir geschafft. 5000 Rio und 2000 Sturmpunkte. Und wir kriegen noch zwei Ninja-Pillen. Wieder ein weiteres S erreicht. Eigentlich, oh, du hast den S-Rang bei den Glockenstehen-Lektion erhalten. Kunst des Täuschens hinzugefügt. Hey, cool. Und 10.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit hier so Titeln und so ein Zeug. Eigentlich habe ich das Spiel ja schon dreimal. Ich mache das jetzt zum dritten Mal durch jetzt hier für euch das Projekt, aber das ist ja kein Problem, weil ich bin ja so einer, der die auch so die Szene mag, und warum denn nicht?俺ってば、かかし先生追い越しちゃったかもね。なんてのよ、偉そうに。俺の想像を超えるとは。全く頼もしい奴らだ。なあなあ、かかし先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん。あ、合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。 別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。それじゃあ俺はこれにてドロン。やったな、さくらちゃん。よし、これから頑張るぞ。ナルト、改めてこれからもよろしくね。 Ja. Prolog. Narutos Heimkehr fertig. Tja. Ja. Hauptcharakter, du konntest dir die Glocke von Kakashi schnappen, Titel erhalten. Oh, der wird nochmal für uns gespeichert. Okay. Dann gehen wir mal hin. Ab wieder nach Konoha. Da, 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 da.
Ist das nicht so schön hier in Konoha? Hat schon was für dich. Ach ja, wir können ja zum Beispiel hier jetzt so Sachen sammeln, also Materialien. Und die können wir später mit irgendwas zusammenstellen. Da war ich früher ein bisschen verwirrt, hatte noch keine Ahnung gehabt, was es eigentlich so alles bringt. Aber ja, ich denke mal, wir können schon bald da irgendwelche Materialien herstellen und so. Hier auch in den Let's Play. So, dann reden wir mal mit Tsunade.早速だけど任務とかってないの。じゃ、あんた編集が終わったばっかだってのに何言い出してんのよ。いや、これからまた任務ができるかと思うとなんかうつうつしてきてさ。なんつ体力してんのよ。まあ、やる気があることはいいことだ。そんじゃ。と言っても本格的な任務はまだできないぞ。 Na gut, machen wir erstmal den ersten, oder? Junger Mann. Achso, der Kunde ist ein junger Mann. Missionsinhalt. Ein verzweifelter junger Mann kann seine große Liebe nicht treffen. Er wartet vor den Yamanaka Blumenladen auf dich. Ja, nehmen wir mal an. Was? So, Sakura, omae mo Naruto ni tsuite itte yare. Ah, wakarimashita. Ganbaru tte wa yo. So. Alles klar, dann gehen wir mal hin und erledigen wir unseren ersten Auftrag. Mal schauen, was wir da so machen müssen. Ich kann mich nur halb noch daran erinnern. Schon länger her, seit ich das wieder mal gespielt hatte. Auf jeden Fall finde ich die Story so cool bei Naruto, dass es eigentlich... ja, sein muss normalerweise, weil ich finde es eigentlich sehr, sehr cool, die Serie. Ja, Aufträge können wir jetzt immer erledigen. Das sind immer so Nebenquests, die wir so gesehen erledigen und dahinterher noch Belohnungen kriegen. So wie eben halt auch wie ein Rollenspiel. Na gut, dann gehen wir mal dahin. Oh, das hier, hier, ja, hier.
Jiraiya. Ich habe das heute nicht so richtig mit den Aussprechen. Ich bin auch voll kaputt heute, ey. Heute von der Arbeit. Oh, es ging gar nicht. Heute hatten wir so viele Aufträge gehabt. Das ist voll schlimm jetzt geworden nach Neujahr, also mit den Bestellungen. Ich hoffe mal, das legt sich irgendwann, dass ich jetzt wieder um 8 Uhr anfangen muss. Und ich um 7 Uhr. Aber das eine Stunde ist, allein schon die ganzen Masse Aufträge ist ja auch schon ziemlich derbe geworden. Der hat der Chef auch gesagt, ist ja auch nicht normal. Falls einige nicht vielleicht wissen, ich bin Kommissionierer bei der Deutschen See. Ja. Und ich habe auch gelernt als Fachlagerist. Oh, jetzt. Geht's irgendwie weiter. Da ist der Typ. Eigenartig, ne? Ja, einfach ein Charakterauswahl. Kampf mit Nida auswählen. Wir können also jetzt hier unser Team auswählen und auch jemanden als Anführer haben. Zum Beispiel können wir hier keiner wachen gehen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Sakura spielen, kann jetzt Naruto unser Angriffstyp sogar sein. Also heißt also, wir können hier ein bisschen herumwählen. Und ja, Naruto nehmen wir jetzt als Gegner. Das heißt also, wir spielen jetzt als Sakura. Und wir können eigentlich jetzt uns entscheiden, ob wir Sakura oder Naruto spielen wollen oder je anderer. Also da muss jeder selber entscheiden oder kann jeder entscheiden. Wir spielen erstmal mit Sakura. Wir wollen erstmal gucken, was sie so drauf hat mit ihren coolen Tsunade-Moves, die sie ja so eben halt gelernt hat. Also sehr, sehr mächtig auf jeden Fall. Und ich mag Sakura. Oh. Welcher Typ mag sie nicht? Also ich mag sie eigentlich. Also von der Serie, von Naruto selber, finde ich Sakura eigentlich schon anfangs ganz cool. Auch wenn sie mal am Anfang so ein naives Mädchen war und jetzt schon so ein Power-Mädel geworden ist. Also sprich Frauenpower. Yo. Ziemlich mächtig. So, Naruto. Ah, das hat leider nichts geholfen. Schade. Zack! Ha! Ah ja, Kurenai können wir ja auch werfen und so. Zack, zack! Wow. Auf jeden Fall hat sie richtig heftige, geile Moves drauf. Uah. Sehr schön, Sakura. Oh ja, das stimmt. Ja, und wir haben gewonnen wieder. Ja. Da kann man ja nicht meckern, ne? Ja. Ja, dann nehmen wir das mal. Schon merkwürdig irgendwie. Aber wir werden ja noch rausfinden, was sich das so. Ja, was es auf sich hatte. So, wir werden erstmal speichern. Und dann war es erstmal von diesem Part. Ja, ich danke aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde es jetzt nicht immer oft sowas sagen am Ende eines Videos, aber ja. Nee, brauchen wir nicht. Auf jeden Fall werde ich aber ab und zu mal irgendwie sowas sagen oder so. Wenn ich mal kurz davor wieder irgendwie was anderes zu spielen bin oder heute mal irgendwie beende.
Naja, auf jeden Fall danke mal fürs Zuschauen. Guckt sonst die anderen zwei Parts an, falls es euch soweit gefallen hat. Ich würde mich echt darüber freuen und gebt euren Feedback, euren Kommentar. Und ja, falls ihr ein Teil der Community sein werdet, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ja, gut, das war's erstmal an der Stelle von mir und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Giertobiot. Ciao.